Buongiorno, meine kleinen Macaronis, zu einem neuen Part von Yoshi's New Island. Wir müssen jetzt die Früchte schlucken und Feuer spucken. Und ich freue mich drauf, denn das sagt mir, es gibt eine rote Wassermelone zu essen. Rote Wassermelone darf vom Feuer? Ja, denn es ist eine rote Wassermelone, die Feuer spucken kann. Blaue Wassermelone, die Feuer... wer spielt oder irgendwie so ein Scheiß, den ich mir zurechtbastel, der überhaupt keinen Sinn macht, verschwindet. Eine rote Münze! Glück! Ernsthaft für ein Leben? Yeah, Sternchen! Halt, halt, halt! Nein! Das ist alles deine Schuld. Blöder Pinguin. Ja, mögen die Klöten fliegen! Mögen die Nächsten. Busch. Man kann es auch übertreiben. Okay, das geht nicht. Ich habe das Gefühl, ich sollte nicht zu... Mist. Zu viel hier rumalbern. Sondern ein bisschen besser mit den Dingern hier umgehen. Es könnte sein, dass ich dann hinterher doch in Bedrängnis komme, wenn ich das... ausarten lasse, aber ich habe da nicht so das Bedürfnis. Ich weiß gar nicht, was ich überhaupt habe. Haben wir hier irgendwas versteckt? Ja, war nicht. Komme ich hier irgendwo wieder? Ich lasse mal die Melone da unten. Ich habe so das Gefühl, sie könnte weg sein. Wenn ich jetzt esse, hier reingehe, rauskomme, dann kann ich da hinten den Kack nicht auftauen. Ja, hier kommen wir wieder raus. Ich möchte nichts riskieren. Okay. 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 Oh. Alles klar, meine ganzen Eier sind jetzt weg für das mega fette Teil. Aber es soll mich natürlich nicht stören. Ich nehme alles mit, was ich kriegen kann. Und wir kriegen sogar ein Sternchen. Und noch ein Sternchen. Und ein Blümchen. Geil. Das hat mir Freude gemacht. Und alles weg. Alles weg. Alles weg. Hä? Nö, alles wäre da. Ah, sogar die Melonen sind alle wieder zurück. Cool. Dann holen wir uns erstmal unsere Eier. Eier, 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 Eier. Darum ist ja auch der Block da oben. Oh. Ist doch nicht normal, wie viele Melonen wir hier kriegen. Mann. Halt. Der macht nichts als Ärger, das weiß ich jetzt schon. So, die nehmen wir auch nochmal. Yay, alles neu und fresh. Wow! Das ist einfach rübergerutscht. Fuck, jetzt muss ich alles neu machen. Leck mich. Oh, so ein Kack, Alter. Verpiss dich. Verpiss dich. So eine Büffelpisse, Alter. Mann, ernsthaft. Ja, her mit dem Dreck. komm hier, verpinkel dich. Nein! Nein, die Melone! Wie konnte ich das noch tun? Möchte ich das jetzt eigentlich alles einsammeln? Ich weiß nicht. Aber weißt du was, ich sammle das einfach mal im Schnelldurchgang ein. Ist jetzt auch egal. Wenn ich schon mal die Chance habe, weil das Level einigermaßen erträglich ist, alles einzukassieren, dann mache ich das auch. Auch wenn ich da nicht wirklich Bock drauf habe. Habe ich schon erklärt, aber... was sagt der Blödmann immer? What else? Oder wie auch immer, ey. Ich hasse Inselaffisch. Los, flieg und sieg! Yay! Yay! Warte auf mich, Riesenklöte des Verderbens! Yay!
Yay! 1A weggeledert. Komm, Yoshi. So, er ist tot. Der arme Pinguin. Da freuen sich die Pinguine aus Madagaskar sehr drüber. Yes. Ich hätte nicht gedacht, dass ich durch den Schalter friemeln kann. Hat mich doch ein bisschen überrascht. Oh. So eine Dampflok. Hm. Okay. Okay. Juhu, eingesammelt. Juhu, juhu, juhu. Oh, wofür? Für nichts. Ich bin ein Drache. Oh. Ich war ein Drache. Ein feuerspuckender Drache. Oder besser ein feuerspuckender Dino. Bei Yugi hatte ich nämlich das Attribut Feuer. Blup. Halt. Nein. Scheiß auf Sternchen. Scheiße. Ich hätte da erst reingehen müssen. Ah! Chronische Verpeiltheit. Ich liebe es nicht. Blup. Das sieht immer so drollig aus. Der provoziert es aber auch förmlich, ne? Okay, ein Fireburst haben wir noch. Na. Alter, was war das denn jetzt? Hab ich den seitlich erwischt? Mist. Ich hätte hier den Pinguin nicht töten dürfen. Ja, egal. Oh. Oh. Es war klar, dass da noch eine ist. Halt! Ach doch. Schnell, schnell! Nein! Ach, leck mich am Arsch, du Missgeburt! Ey, warum verschwindet der Schalter? Ach, Wichser, Alter. Ach, leck mich. Pisslevel. Ah, toll, man kann da nicht rein. Ja, geil. Ich scheiß auf eure ganzen Eltern, ihr Dreckenpenner. Yay, fick dich ins Knie, du Missy, Alter. Ihr könnt mich mal am Arsch lecken. Alter, wie viele auf einmal hier kommen. Ja, toll, kurz vorm Ziel, leck mich. Pisser. Oh ja, geil, ich krieg Medaillen. Das geht mir sonst wo vorbei. Nicht mal lange, dann ist das Let's Play aus und vorbei mit dem finalen Kampf. Denn wie gesagt, ich mache keine 100%, habe ich keinen Verlangen nach. Über Stock und Ei. Ja. Manchmal geht mein Ei auf über Stock und Stein. Abraxas! Ja, natürlich, ich habe ihn angeschlabbert. Krieg ich ihn aber nicht. Wo ist da die Logik? Ach, rutschen wir doch, ey. Abraxas! Abraxas! Ah! Abraxas! Abraxas! Ich mag Abraxas. Besonders Don Raphael.
Da ist eine Mistpflanze. Okay. Muss mal wieder zentrieren. Bats! Abraxas, da, da. Ich mag Abraxas am liebsten. Wenn sie... Am liebsten mag ich sie... Oh, das war jetzt vorhin unsinnig, aber egal. Was soll ich sagen? Am liebsten mag ich sie natürlich gut gegrillt! Halt's Maul, Pissnelke! Ah, ey. Dummes Rindvieh. Scheiß Unkraut. Schmorn der Hölle. Der ist für dich. Nomsen. Oh, ja. Und noch einmal. Komm. Zu mir, komm zu mir. Ja. Aha, hier ist noch nicht mal was. Sehr geil. Das war jetzt ein bisschen knapp. Einmal schnell speichern, die Pflanze töten. Yay, verschwinde aus meinem Leben. Und wir können nach oben. Juhu. Gut, dass ich hier gespeichert habe. Jetzt kann ich fröhlich sterben. Ja, was habe ich gesagt? Ich kann fröhlich sterben. Nee. Was wollen diese Mongos? Ah, Mongos. Mongoloide Mongos, Hilfe! Yes! Wie der Stuhl wieder quietschen tut. Da kann ich nicht rein. Da kann ich nicht rein. Aber ich kann dich nochmal töten, das freut mich sehr. Ich hasse dich und deine Eltern, die dich aus ihrem Samen gezeugt haben. Mann! Schön, dass die Münzen mir vorgeben, wie ich zu springen habe. Und unter Garantie ist bei den Pflanzen was versteckt. Ach, leck mich. Mann, warum ist da nichts versteckt? Nein! Ah! Dafür muss ich herhalten. Was? Warum kann... Huch! Wäre die blöde Blume mal ein bisschen eher gekommen. Huch! Okay, geil. Das erklärt, warum da Gras ist. Oder besser gesagt, Blume, Wiese, was auch immer, auf so einem Mini-Planeten. Das, wenn ich Eier aber auch punktgenau treffen muss, ist ein bisschen scheiße. Ja, okay, Schlitten mache ich schon mal. Ja, Schlitten ist ganz nett. Muss ich wenigstens nicht so beknackt denken wie beim U-Boot, was dann sowieso nicht funktioniert. Bin immer noch sehr enttäuscht von der verfickten Gyro-Steuerung, die mir hier immer wieder gezeigt wird. Yay. Schneemänner, ich habe das Bedürfnis, auf ihre Köpfe zu springen. Ja, yeah, geil. Und es hat wieder nicht geklappt mit dem Springen. Ich freue mich nicht wirklich. So eine suboptimale Steuerung. Wie kann man nur so eine Kacke machen? Jetzt juckt mein Arm. Das ist natürlich ganz toll. Yay, Blümchen. Und noch nicht mal die letzten Münzen gekriegt. Da waren bestimmt jetzt alles rote Münzen. Alles rote Münzen, die ich nicht gekriegt habe, waren alles rote Münzen. Und somit gehen mir bestimmt 50 rote Münzen flöten. Einfach unfassbar. Huch, hab ich ganz vergessen. Die Mongoloiden. Mongos. Bin nicht darauf angewiesen, nochmal die Blumen um Eier anzubetteln. Das schaffe ich auch ganz alleine. Huch! Yeah. Mann!
Habt ihr überhaupt irgendeine Daseinsberechtigung? Außer hier zu sterben? Einmal Karussell fahren. Yay, Riesenrad aus Wolken und Mond. Ach ja, da. Ist das jetzt eigentlich der reguläre Weitergang oder hätte ich da erst oben noch ein bisschen gucken können sollen? Nein, ich hätte gucken sollen. Egal. Ja, bring mich nach vorne. Natürlich ist da jetzt was. Blümchen? Ach, Leben, ey. Ein neues Leben kann einem eine Menge geben. Leck mich. Yay! Wow! Yay! Fette Taube. Ui, 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 ui. Oh, ihr seid so lecker. Komm her, komm her! Blümchen! Jetzt kommt bestimmt das Ziel. Ja, ja, ich wusste es. Das Ziel. Gib mir nur nicht alles, was ich haben will. Nur nicht. Bitte, ich bitte darum. Ach du Arschkrampe, hättest ruhig noch einen weiterdrehen können. Nech. Oh, das war auch schon mal besser. Das war schon mal fairer. Prinz Pockys Schloss. Was macht der Pocky eigentlich hier oben? Das passt irgendwie nicht ganz gut zusammen. Aber egal. So, Prinz Pocky kann noch ein bisschen in seinem Schloss residieren, denn wir werden diese Part jetzt beenden. Und im nächsten Part werden wir einen Putsch gegen den Pocky-Prinzen starten und ihm die Burg, das Schloss wegnehmen. Und ihn unter die nächste Brücke verfrachten, wo er dann um ein bisschen Kleingeld betteln kann. Wie bei anderen, keine Ahnung, Serien, sag ich mal, ne? Ein bisschen Kleingeld. In dem Sinne, arrivederci, meine kleinen Makronis. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder, wenn wir den Prinzen durch einen Putsch vom Thron stoßen.